Vielen Dank. Ich komme dann zu Tagesordnungspunkt 3, Installation einer Bedarfsampel, CDU-Antrag vom 16.01.2021. Herr Kehrle. Erstmal guten Abend. Wir haben die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis genommen und hoffen, dass es zeitnah geschieht und nicht erst in 5 bis 10 Jahren, wenn der obere Säuterich endlich vielleicht voranschreitet. Deswegen wären wir froh, wenn es etwas zügiger gehen würde, unabhängig vom oberen Säuterich, mit der Hoffnung, dass er nicht so lange dauert, und wir werden ihn in den nächsten 1 oder 2 Jahren beobachten. Ich muss allerdings sagen, ich habe die Antwort so verstanden, dass man in der Tat den oberen Säuterich abwarten will. Und das würde dann in der Tat bedeuten, dass man noch mehrere Jahre warten muss, weil wir ja auch in der letzten Sitzung gehört haben, dass sich der Zeitplan da auch verzögern wird. Also wenn man da früher handeln wird, müsste man dann entsprechend auch einen anderen Antrag noch stellen, das vorzuziehen. Aber das ist ja dann eine Überlegung des Einzelnen. Herr Köster. Ja, also unsere Fraktion findet auch diesen Antrag generell für sehr gut. Da ist wichtig, da was zu tun. Und was etwas übersehen wird, dieser Übergang hat nicht nur eine Bedeutung für die Kinder und Jugendliche, die dort auf der Skateanlage sich tummeln, sondern es ist eine wichtige Radverbindung in Richtung Innenstadt und in den Oberwald, die gern genutzt wird. Das ist nämlich eine wahnsinnig kurze Abkürzung in Richtung Rußweg und damit auch in Richtung Innenstadt. Und dort noch 3, 4 Jahre zu warten, halten wir auch nicht für erträglich. Hier sollte schneller was passieren. Als Alternative finden wir, kommt auch immer ein Zebrastreifen in Frage. Erstens müssen da die Autos immer anhalten und zweitens ist es so, dass der halt bei weitem nicht das Geld kostet wie eine Ampel. Gut, vielen Dank. Herr Wenzel. Frau Ortsvorsteherin, lieber Antragsteller, der Köster hat jetzt eigentlich vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Wir sollten tatsächlich nicht zu lange warten, denn dieser Skaterplatz, auch, der wird ja auch teilweise auch als Parkraum genutzt, auch als Verkaufsraum, der sollte wirklich überdacht werden. Eine kurzfristige Zebra-Lösung halte ich auch für sinnvoll. Vielleicht langfristig eine Kreisellösung, wenn die große Lösung kommt. Aber der jetzige Zustand ist auch bedenklich, gerade in der dunklen Jahreszeit, denn ich nutze auch diese Strecke als Fahrradfahrer und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wie der Köster sagte, da würde ich ihn auch unterstützen, dort einen Zebrastreifen zu nutzen. Auch eine andere Führung, weil es sehr unglücklich ist, da gibt es keine geeignete Fußführung oder Sicherheitsmaßnahmen, denn wenn kleine Kinder dort laufen, gerade in der dunklen Jahreszeit, kann man beobachten, dass sie quer über, also von der Ausfahrt quer zum Schlesierstraße laufen. Das sollte man wirklich kurzfristig handeln. Ja, vielen Dank. Zebrastreifen wird vermutlich nicht gehen, weil es außerhalb geschlossener Ortschaften ist. Und deswegen wird man das als Antwort dann auch hören. Ich will noch einmal wiederholen, wenn wir der Meinung sind oder die Mehrheit der Meinung ist, dass wir nicht abwarten wollen, dann wäre heute an der Zeit, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Herr Müller. Ja, Frau Ortsvorsteherin, das ist genau meine Idee eigentlich an dieser Stelle, nachdem ich jetzt das ein oder andere Wort für die überfraktionelle Sichtweise, für die Notwendigkeit einer Querungshilfe, einer gesicherten Querungshilfe dort wahrgenommen habe, würde ich diesen Vorschlag gerne von Ihnen aufgreifen an dieser Stelle für unsere Fraktion und diesbezüglich dann auch unseren Antrag dahingehend modifizieren, dass wir eben nicht warten wollen, bis die Verkehrsplanung Oberer Säuterich mit der Verwirklichung des Baugebietes dort einhergeht, sondern wir dann tatsächlich diesbezüglich auch seitens der Verwaltung einen Vorschlag haben wollen, noch vor der Verkehrsplanung zum Oberen Säuterich. Vielen Dank. Wir müssten den Antrag gar nicht modifizieren, weil der Antrag lautet, wir beantragen die Installation einer Bedarfsampel für Fußgänger und Fahrradfahrer in der Fiduzierstraße auf Höhe des Skaterparks Durlach.
Man könnte ihn noch modifizieren oder eine adäquate Querungshilfe. Muss man aber auch nicht, die kann man sich vorschlagen lassen. Also wir könnten allein dadurch, dass wir über den Antrag heute abstimmen, ein Votum setzen. Und das wäre an der Stelle auch mein Vorschlag. Herr Dr. Neu. Ja, wir begrüßen also auch, dass dieses Thema auf den Tisch kommt. Es ist extrem wichtig, dass wir die Jugendlichen dort auch schützen. Sie haben ja nicht so viele Freiräume hier in Durlach. Ich darf noch an die unsäglichen Diskussionen mit dem Basketballkörbchen erinnern, wo wir auch noch auf den Vorschlag der Verwaltung warten, was mit dem Basketballkorb oder einer Sporteinrichtung hier in der Mitte von Durlach geschieht. Umso wichtiger, dass wir jetzt an dem Skaterplatz draußen Nägel mit Köpfen machen und da eine Querungshilfe dann auch in diesem Antrag fordern. Danke. Herr Brugger. Dankeschön. Ich würde gerne wissen, über welchen finanziellen Rahmen wir dann abstimmen. Was kostet so eine Installation? Das erfahren wir erst im Rahmen der Planungsschritte. Also ich will ja sagen, wenn wir heute abstimmen, dass wir beantragen dort eine Bedarfsampel, dann ist die ja noch nicht gebaut. Dann wird die ja noch, kommt die ja nochmal zurück ins Gremium, wird vorgestellt und auch mit den Kosten. Also insofern entscheiden Sie jetzt heute als Art Grundsatzentscheidung, ich hätte dort gern eine andere Querungshilfe. Also das kann man, glaube ich, vergleichsweise entspannt tun. Frau Frey. Ja, ich wollte nur noch mal drauf, ja, eine Bedarfsampel, denn oder eine andere Querungshilfe könnte ja auch heißen, dann machen Sie da an der Seite vom Skaterpark wieder so ein paar Barken auf die Straße, um vermeintlich den Verkehr zu verlangsamen, um den Fußgängerinnen zu ermöglichen, besser über die Straße zu kommen. Und das ist an der Stelle nicht zielorientiert. Also wenn eine Bedarfsampel, Zebrastreifen, wird tatsächlich nicht gehen, Drückampel, fertig. Und wenn man da ein Solarmodell nimmt, dann braucht man auch nicht erst einen Strom hinlegen und Strom gibt es da auch und dann könnte das Teil relativ schnell stehen. Also Strom gibt es da, da ist ja die Straßenlampe, die wir ja extra mal umgedreht haben, dass da auch eine bessere Beleuchtung ist. Gut, dann lasse ich über den Antrag, so wie er ist, abstimmen. Das ist der einfachste und beste Vorgang. Wer stimmt diesem Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Einstimmige Zustimmung bei einer Enthaltung. Vielen Dank. Dann würde ich eine kurze Lüftpause machen, bevor wir zum Tagesordnungspunkt 4 kommen.